Hey, Alex Delpy hier von Fit in die Saison. Heute zeige ich dir, wie du den Telemark vorwärts-rückwärts im Fußball richtig trainierst. Der Telemark vorwärts-rückwärts setzt sich zusammen, wie der Name schon sagt, aus einem Ausfallschritt, der nach vorne gerichtet ist, und einem Ausfallschritt, der nach hinten gerichtet ist. Durch diese Zusammensetzung, Ausfallschritt nach vorne, Ausfallschritt nach hinten, und zwar mit den gegengleichen Beinen, ist er sehr, sehr spezifisch für Fußball. Weil wir im Fußball ja auch ständig diese Richtungswechsel haben. Einmal geht es nach vorne, dann geht es wieder nach hinten, dann geht es zur Seite, dann muss sich der ganze Körper drehen. Dadurch ist er, wie gesagt, sehr, sehr spezifisch und eine meiner Lieblingsübungen. Für den Telemark gehen wir in die Ausgangsposition, wie bei dem Ausfallschritt vorwärts. Dann machen wir den Ausfallschritt vorwärts. Falls du nochmal wissen möchtest, wie der geht, schau dir das Video dazu an. Gehen zurück in die Ausgangsposition und machen einen Ausfallschritt nach hinten mit der anderen Seite. Die Fehlerbilder beim Telemark sind analog zum Ausfallschritt vorwärts. Zusätzlich solltest du aber darauf achten, dass du beim zweiten Teil des Telemarks, also beim Ausfallschritt nach hinten, darauf achtest, dass du das Knie und die Zehenspitze, also der Abstand zwischen Knie und Zehenspitze, bei der vorderen Seite richtig ist. Das bedeutet, der Ausfallschritt, den du nach hinten machst, muss weit genug sein. Hier siehst du schon, dass mein Knie über die Zehenspitze hinausragt. Also der Schritt nach hinten war nicht weit genug. Hingegen, wenn ich nach hinten gehe, ist der Abstand zwischen Knie und Zehenspitze wunderbar. So, das war's auch schon mit dem Telemark vorwärts-rückwärts. Wenn dir die Übung gefallen hat, gib mir den Daumen hoch und viel Spaß damit.